Lion Cereals. Den Kindheitsklassiker gibt es inzwischen auch als Riegel. Von Nestlé wird er als vollwertiges Frühstück beworben. Sebastian hat da seine Zweifel. Das sind ein paar Vollkornkeksbrösel mit einem Zuckermantel und mit einer Fettschicht hinten drauf. Er baut das vermeintliche Frühstück nach und zeigt, welche ungesunden Zutaten in ihm schlummern. Guten Morgen. Das hier nenne ich mal ein vollwertiges Frühstück. Haferflocken, Saft, Joghurt, richtig lecker. Und gibt mir Energie für den ganzen Tag. Und genau das hier sind die Alternativen der Lebensmittelindustrie. Frühstück von Nestlé. Die Packungen versprechen Vollkorn und viele Vitamine. Mit Kuh- oder Pflanzenmilch wird daraus ein süßes Frühstück. Die Lion-Cerealien bestehen zu einem Viertel aus Zucker. Die haben aber noch einen draufgesetzt. Das Ganze im Handyformat. Ja, ich brauche mich gar nicht mehr an den Tisch setzen. Halbe Stunde länger pennen. Dank so einem Riegel. Der Slogan: Frühstück ja, Löffel nein. Nestlés Idee: Lion, Cini Minis und Nesquik gibt es jetzt am Morgen ohne Milch und ohne Geschirr. Dann machst du das auf. Und dann glänzt das Teil wie aus der Autolackiererei. Außen eine glänzende Schicht, unten ein weißer Boden. Dazwischen dunkle und helle Flocken. Zusatzstoff, Zusatzstoff, Zusatzstoff. Alter Schwede, was da an Zutaten drin ist. Nestlés Riegel als erste Mahlzeit für den Tag. Der Frühstückstrick. Dieser kleine Riegel hat diese ganzen Zutaten. Glauben Sie nicht? Doch, stimmt. Im Lion-Frühstücksriegel stecken über 30 verschiedene Zutaten. Darunter Glukosesirup, Fett und Schokolade. Cerealie hört sich ja immer schön gesund an und auch vitalisierend. Ist wie bei so einem Müsli für die Hand. Meinen Sie? Den Begriff Cerealien hat die Lebensmittelindustrie mit Werbung bekannt gemacht. Cerealien klingt natürlich erstmal relativ kompliziert und auch wissenschaftlich und hat gleich so einen gesunden Touch. Aber das Wort bedeutet eigentlich nur Frühstücksflocken. Und das umfasst einerseits die sehr gesunden Haferflocken, aber auch stark gezuckerte Cornflakes. Produktentwickler Sebastian Lege zeigt, was in den Cerealien für den Leinriegel steckt. Und jetzt machen wir unsere kleinen Knusper-Cerealien. Vollkornmehl. Reismehl. Maisglies. Calciumcarbonat. Und damit unsere Cerealien auch richtig schick werden auf der Verpackung, kommen noch ein paar Vitamine dazu. Ja, natürlich. Pantothensäure, Folsäure, Riboflavin, B6 und Niacin. Und schon sieht die Zutatenliste gleich vielversprechender aus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Weizenmehl, ne? Weil das Ganze soll ja schön zusammenkleben. Zucker, muss ja gut schmecken, ne? Salz, da kommt wirklich nur ein bisschen rein. Dazu Maltodextrin, ein Zuckerstoff, der in der Industrie auch als Füllmittel dient. Und als Emulgationshilfe Sojalecithin. Emulgatoren helfen dabei, dass sich alle Stoffe gut miteinander verbinden. Mit Wasser und Öl werden die Zutaten zu einem festen Brei. Das sieht eher aus wie Keksteig. Und das sollen gesunde Cerealien werden? Jetzt müssen wir den Teig einmal nur in Schokoladenteig verwandeln und den anderen lassen wir so, wie er ist. Soll ja auch noch toll aussehen, ne? Noch sieht der Teig wenig appetitlich aus. Ein Teig bleibt hell, der andere bekommt durch Kakaopulver die richtige Farbe. Eine kleine Menge reicht. Für den Geschmack hat Sebastian eine billigere Zutat. Schokoladenaroma. Ey, der wird immer klebriger, der Teig. Hier, pass mal, ich kann die Schale kann ich so hochheben. So was kann man doch nicht essen. Das erinnert mich an was ganz anderes. Mit einem Spritzbeutel setzt Sebastian Lege hunderte kleine Teigkleckse. Helle und dunkle.
Sie backen im Ofen und werden knusprig. Da sind sie, die kleinen Mäuse. Mühsame Cerealienbäckerei. Die Industrie benutzt große Maschinen. Jetzt muss das Ganze ja irgendwie zusammenhalten. Das muss ein Riegel werden. Und was klebt am besten? Raten Sie mal. Zucker. Und, ja, nicht nur eine Zuckerart. Glukosesirup, Läuterzucker, Fructo-Oligosaccharide, Invertzuckersirup und Karamellzuckersirup. Für die Haltbarkeit sorgt ein Antioxidationsmittel. Und Glycerin sorgt für die Bindung. Und noch ein bisschen Schokolade für die Farbe. Denken Sie da an Frühstück? Okay, geht weiter. Haferflocken. Haferflocken, sagte unsere Mutter schon, das ist gesund, das gibt dir Kraft, Junge. Das war's aber auch schon mit den Haferflocken. 4,3% Haferflocken stecken in einem Original-Laien-Frühstücksriegel. Damit alles zusammenhält, muss die Zuckermischung die kleinen Teilchen umhüllen. Dann kann Sebastian Lege sie in Form pressen. Und ab in die Kühlung. Der Riegel ist hart. Fehlt nur noch die weiße Unterseite. Die hat Sebastian Lege aus Läuterzucker, Magermilchpulver, Kokosfett, Kakaobutter und Lecithin angerührt. So, ab damit in die Kühlung. Ja, muss er kalt, muss er hart werden. So, das wäre jetzt mal der Riegel für mein Frühstück. Schutzbrille, safety first. Ein Riegel ist 10 cm lang und wiegt nur 25 Gramm. Ganz schön wenig für einen guten Start in den Tag. Ha. Die sehen auch richtig gut aus. Aber richtig. Tipptopp. Aber ein vollwertiges Frühstück, das sind ein paar Vollkornkeksbrösel mit einem Zuckermantel und mit einer Fettschicht hinten drauf. Und lecker ist das auch nicht. Für Nestlé haben die Frühstücksriegel vor allem einen Vorteil. Bekannte Cerealien lassen sich im praktischen Riegelformat deutlich teurer verkaufen. Der Preisaufschlag liegt bei 41-71%. Der Name Breakfast verschleiert, dass es sich hierbei eigentlich um eine Süßigkeit handelt. Der Riegel enthält Zusatzstoffe, Fett und dadurch viele Kalorien. Trotz 22,4% Zucker trägt der Riegel den Nutri-Score C.